Hallo und willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Anna. Ich nehme euch heute wieder mit durch einen Haushalts- und ja, Alltagsvlog. Normalerweise würde jetzt Quinn, der Jüngste, schon die Eingewöhnung machen, aber seine Betreuerin ist heute krank. Und dafür nutzen wir heute die Zeit produktiv im Haushalt. Hier haben wir noch den nicht abgeräumten Frühstückstisch. Das mache ich mal zuerst. Ja, dann starten wir mal los. Und es war ja noch Ferien, aber Taya, die Älteste, war schon den ersten Tag im Hort, weil sie einen schönen Ausflug gemacht hatten. Als erstes möchte ich was im Obergeschoss erledigen und zwar haben wir jetzt noch einen weiteren Haushaltshelfer bekommen. Einen Saugwischroboter, den würde ich gerne dann im Obergeschoss nutzen, wo ich nie dazu komme, selbst da was zu machen. Das steht halt immer hinten an. Davor werde ich ein bisschen aufräumen und ganz zuallererst durch die andere große Kiste den Dachboden stellen. Das sind Sachen zum Reinwachsen für Timon. Die habe ich bekommen von einer Freundin. Seitdem steht die Kiste da seit 2 Wochen, glaube ich. In Quinns Zimmer ist einiges zum Aufräumen. Also ich werde noch ein bisschen den neuen Roboter beobachten. Und wenn alles klappt, dann können wir in der Zwischenzeit runtergehen und andere Sachen machen. Und er macht hier hoffentlich das Obergeschoss sauber. Und für alle, die das erste Mal zusehen, wollte ich mich auch noch vorstellen. Also mein Name ist Anna und ich habe 4 Kinder. Die älteste, die 8-jährige Taya, die waren jeden Tag nicht da. Und dann haben wir noch Kira, sie ist 6 und 2 Jungs, 4, der Timon und 1,5 der Quinn, der Kleine. Der hat mir hier beim Wegräumen der Hausschuhe geholfen. Die habe ich da irgendwie zwischengepackt auf unseren Computertisch. Die habe ich schon zurechtgesucht und auch teilweise nachgekauft für den Start des Schul- und Kindergartenjahres. Genauso wie diese Kiste, die da auch schon längere Zeit an dem Ort stand, wobei es ja wirklich nur ein paar Minuten dauert, das dann zu verräumen, da wo es hingehört, aber ja, bis man sich da mal aufrafft. Und da hat er mir ganz galant mein Hausschuh, der untergefallen war, gebracht. Und dann haben wir zusammen mit Quinn noch den neuen Saug- und Wischroboter, den ich zur Produktvorstellung zugeschickt bekommen habe, ausgepackt. Das ist der Redmi Eve Plus. Also wir haben ja einige motorisierte Haushaltsgeräte schon bei uns und Quinn kennt sich da schon aus, er ist ein Profi und hat auch keine Angst mehr vor ihnen und sie erleichtern auch wirklich viel den Alltag, muss man sagen. Also dann hat man einen Punkt weniger auf der To-Do-Liste. Man sieht ja, wie viel sich da schon angesammelt hat an ja, Staub und Dreck auf dem Boden oben, obwohl der gar nicht so schnell verschmutzt bei uns, weil es nicht so stark frequentiert ist und deswegen mache ich es dann auch nicht so oft und teilweise dann erst, wenn es wirklich schon dringend notwendig ist und ja, da bin ich froh, wenn dann in Zukunft der Roboter das übernimmt. Also der saugt und wischt gleichzeitig. Ganz gut auch ohne uns zurechtgekommen mit seiner Aufgabe. Wir haben ihn dann noch ein bisschen beobachtet und ihm zugeschaut und dann haben wir uns einfach unseren Sachen wieder zugewandt und ich habe dann an dem Tag noch die Kinder gebadet und wollte dann noch einiges auch im Erdgeschoss weiterbringen. Und dann muss ich mich heute dringend mal dem Untergeschoss widmen und zwar also Böden und vor allem auch den Staub, den ich ja nicht so gerne mache und das verstaubt das dann immer, bevor ich wieder wirklich dran denke. Und ich wollte außerdem die Teppiche und das eine Sofa aus Stoff, das wir haben, mal reinigen, weil es wird schon Zeit. Hier, ich meine, so schlimm ist er nicht, er hat nicht so viele Flecken oder so, aber der ist auch noch sehr neu. Schadet auf jeden Fall nicht, den mal zu reinigen. Ja, und dieses weiße Sofa, was soll ich dazu sagen? Heller Bezug, viele Flecken schon, wie immer bei den Kindern. Ich wasche den regelmäßig, vielleicht muss auch wieder in die Waschmaschine, aber vielleicht geht es auch ohne. Vielleicht geht es wirklich mit dem Nasssauger. Wenn ich dazu komme, würde ich gern auch die Kinderteppiche gleich mal mitmachen. Dem Tag wollten wir eigentlich mit der Krippeneingewöhnung von Quinn starten und parallel dazu sollten dann die anderen Kinder 2 Wochen lang noch die Ferienbetreuung besuchen, damit ich mich dann auch auf die Eingewöhnung konzentrieren kann. Aber wir haben das Ganze um einen Tag verschoben, nur daher war wie gesagt dann schon im Hort, um den Ausflug nicht zu verpassen.
Ich habe beschlossen, bevor dann der ganze Alltag wieder losgeht, mit Kinder hinbringen, abholen und dann noch die Eingewöhnung, die ja relativ zeitintensiv ist, dann noch die ganzen Sachen, die liegen geblieben sind in letzter Zeit, zu erledigen. Da war zum Beispiel eben das Teppichreinigen drauf, das hatte ich schon seit einiger Zeit vor, und ja, generell so ein bisschen das Erdgeschoss ein bisschen wieder sauber machen. Und das war es jetzt nur von diesem weißen Teppich, der mir eigentlich recht sauber vorkommt. Und das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, da habe ich ja dieses Nassreinigungsgerät aus dem Baumarkt noch ausgeliehen. Diesmal haben wir schon unser eigenes. Und letztes Jahr hatte ich da auch schon diesen Aha-Effekt, wie viel Schmutz sich da doch da drin verbirgt in Polstermöbeln. Deswegen versuche ich das jetzt da regelmäßiger zu machen, also zumindest ein- bis zweimal im Jahr. Und also in nächster Zeit möchte ich auch noch unsere Matratzen so putzen. Also ich muss sagen, es geht wirklich ganz gut, dass das innerhalb von einem Tag auch wieder trocken wird. Bei dem Gerät aus dem Baumarkt, da mussten die Teppiche, glaube ich, 2 Tage lang auf der Terrasse trocknen oder so. Also das finde ich, das hat es zu nass gemacht. Aber so wird es gut sauber eigentlich. Nachdem es aber ein bisschen umhersprüht, das Gerät, das wir haben, und alles rundherum auch ein bisschen nass macht, habe ich gleich den Bodenwischer auch ausgepackt und den ganzen Boden im Erdgeschoss dann auch noch gereinigt. Und zum Schluss war dann noch der Staub dran, meine ungeliebteste Aufgabe im Haushalt. Ich habe die Kinder heute ein bisschen früher abgeholt, zumindest 3 der Kinder. Da ist nämlich heute auf einem Ausflug und die holen wir dann zusammen später ab, am Nachmittag. Ich wollte nämlich noch ihre Brille abholen, wir waren beim Optiker und da, also die 8-Jährige, die bekommt jetzt ihre erste Brille. Wundert mich gar nicht, ich habe in dem Alter auch meine erste bekommen. Jedenfalls haben wir die abgeholt, wir haben ziemlich lange auf die gewartet, weil wir haben sie bestellt und waren hier im Urlaub. Dann war der Optiker im Urlaub. Jetzt bin ich froh, dass sie eine hat, dass sie dann auch sieht. Das Tolle ist, und was ich nicht wusste, als wir beim Augenarzt waren, der hat es davon erzählt, seit 1 oder 2 Jahren gibt es so eine neue Technologie, da gibt es jetzt Brillengläser, die eben das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit stoppen oder zumindest stark verlangsamen, und ja, da bin ich sehr gespannt. Das ist natürlich eine tolle Sache, was es alles gibt heutzutage. Wäre schön gewesen, wenn es das zu meiner Zeit auch gegeben hätte. Mal sehen, wie der damit zurechtkommt. Also es ist ein bisschen eine Gewöhnungsphase, hat ja jede Brille am Anfang. Mal sehen, wie gut sie damit zurechtkommt, wie gut sie trägt, und ich hoffe, sie setzt sich nicht drauf und verliert sie nicht gleich. Und als wir da hingebracht haben, haben wir dann am Rückweg gleich ihre Brille abgeholt und die wollten wir dann später wieder mitnehmen. Davor haben wir noch Mittag gegessen. Zum Mittagessen habe ich Fleischklößchen super gemacht. Das essen unsere kleineren Kinder gerne, aber sie nicht. Deswegen habe ich den Tag genutzt, an dem Teil nicht mit uns mitgegessen hat. Und das geht auch sehr schnell. Also ich habe 250 Gramm Hackfleisch mit einer halben geriebenen Zwiebel vermengt und eben Salz und Pfeffer. Und daraus forme ich die Klößchen. Die habe ich dann mit einer Tiefkühlbouillon, die ich noch hatte, aufgegossen, und ein bisschen Bouillonwürfel kommt dann auch noch dazu für den zusätzlichen Geschmack. 2 Kartoffeln gab es noch mit rein, geschnibbelte, und etwas Tiefkühlgemüse, also das ist ratzfatz fertig. Und die Kinder bekommen meistens noch einen Eiswürfel mit hinein, damit die Suppe nicht zu heiß ist. Und was Quinn jetzt auch total gern macht, er hilft mir beim Einräumen der Besteckschublade. Und nach dem Mittagessen habe ich dann Quinn schon hingelegt zum Mittagsschlaf, und die 2 Kinderzimmer, die habe ich nicht geschafft vorhin, deswegen habe ich die jetzt noch fertig gemacht, also da auch nicht den Boden abgesaugt und danach die Teppiche auch nass gereinigt. Daya hat ihren Teppich übrigens schon ziemlich lange, also ich glaube 4 oder 5 Jahre. Ich habe ihn hin und wieder mit Teppichschaum gereinigt und jetzt ist es das 2. Mal, dass ich ihn auch nass reinige. Und man muss sagen, also der ist wirklich noch schön und hat keine unansehnlichen Flecken oder so, die gar nicht rausgehen, und macht noch ein gutes Bild. Also am Anfang war ich nicht sicher, ob ich den bestellen sollte, aber daher wollte den, weil sie den so schön fand, und passt auch gut drauf auf. Und ich finde, der macht auch, nachdem er hell ist, das Zimmer auch heller und freundlicher. Also war es eine gute Investition. Also der Teppich ist jetzt sehr viel frischer, wirkt er, und die ganz hartnäckigen Flecken, einer ist rausgegangen, der da oben,
Aber der hier, den sieht man noch ein bisschen. Ich frage mich, ob es bei den ganz teuren Geräten anders wäre, wenn man einfach nur einmal quasi drüber geht, ob dann wirklich alles, jede Art Fleck rausgeht. Auf jeden Fall ist er sehr viel besser geworden und insgesamt, ja, wirkt der Teppich sehr viel sauberer und heller. Und zum Schluss war dann noch Kiras Zimmer an der Reihe. Da hat sie nur so einen relativ dünnen Wendeteppich, da fällt der meiste Staub sogar durch. Also da ist der Boden drunter staubiger als der Teppich selbst und deswegen der war auch ganz schnell gereinigt. Und an dem Tag habe ich wirklich meine Haushaltstätigkeiten erledigt, wie geplant. Ich hoffe, es ist auch einiges für euch dabei gewesen an Haushalts- und Putzmotivation. Also das ist jetzt so das Endergebnis an Dreck, der drin war. Und ganz zum Schluss habe ich dann auch noch das Bad gemacht. Das habe ich auch noch nicht fertig gemacht gehabt. Und das mache ich meistens ganz schnell. Einfach nur mit ein bisschen Alkohollösung abputzen, damit es frisch bleibt. Fast jeden Tag mache ich das, wenn ich nicht darauf vergesse. Und dann wird es auch nicht so schmutzig. Also mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden bei den Teppichen, aber das Sofa, ja, das ist sowieso nicht wirklich perfekt, so von der Färbung, von den Flecken vom Einfärben. Aber ja, es ist auch nicht alles ganz rausgegangen, diese Flecken. Auf jeden Fall ist es also sehr viel besser geworden, aber es ist kein Ersatz fürs Waschen leider des Bezuges, aber Gott sei Dank ist er ja abnehmbar. Und bevor wir dann los sind, habe ich nochmal zum Roboter nach oben geschaut. Also das Praktische ist, man muss den nicht irgendwie ausputzen. Das Staubfach, das putzt sich selbst aus, da saugt er einmal alles raus. Also was man machen muss, ist dieses Grundwischtuch danach auswaschen und trocknen lassen. Und oder es gibt auch solches, also auch so ein Paket Einwegwischtücher dabei. Also nur das Wischtuch ist zum Auswaschen, das geht super schnell wirklich. Und den Schmutz, den er wegsaugt, der kommt dann da rein und nach einiger Zeit wechselt man die aus. Und ich wollte auch noch das Ergebnis zeigen, nachdem der Roboter fertig ist. Und ja, ich bin sehr zufrieden, das ist wirklich super, super schön sauber geworden. Sowohl eben die Fliesenböden als auch das Parkett. Auch da, wo es jetzt irgendwie diese gröberen Verschmutzungen gab, das hat er alles restlos entfernt. Also alles super sauber. Ich glaube, das Einzige, was mir nicht erspart bleiben wird, ist diesen Bereich da hinten zu putzen, wo einfach ja, kein Gerät hinkommt, weil das so schmal ist. Aber ansonsten hat er alles super sauber gemacht. Er hat aber auch auf der App unser Obergeschoss kartografiert. Das heißt, er hat eine Karte erstellt, wo er jetzt weiß, wo er sich befindet. Ja, das Coole daran ist, er hat so eine Technologie, der hat so ein Ding, das dreht sich und tastet irgendwie den ganzen Raum mit Laser ab. Und am Anfang ist cool, weil das gleiche ist, womit angeblich die selbstfahrenden Teslas fahren. Ich fand das gut, weil er damit sehr, sehr schnell unterwegs ist. Und leise ist er auch. Aber auf jeden Fall, also mit diesem Laser-Ding, da weiß er immer, wo er sich befindet, kann gleich den ganzen Raum abtasten und fährt nichts dagegen und ist halt super schnell unterwegs. Das finde ich super. Ansonsten mit dem Reinigungsergebnis bin ich sehr zufrieden. Der Aufwand, ihn danach zu putzen, hält sich super in Grenzen, also ist fast nichts zu tun. Deswegen, ich kann es sehr empfehlen. Wenn es interessiert, ich lasse die Details zum Reutney Eve Plus in der Videobeschreibung. Ja, und jetzt müssen wir los. Jetzt ist es schon Nachmittag, wir müssen gleich Daya abholen fahren mit den Kindern und wir werden auf dem Weg wahrscheinlich noch etwas besorgen, denn wir haben sehr bald Hochzeitstag, also ich, und das ist der 10., ist auch noch ein besonderer und wir schenken uns meistens so Erlebnisse, also diese 10 Schokoladen habe ich auch schon besorgt, was Großes, so wie ein Wochenende zu zweit oder so, das können wir eben noch nicht machen wegen den kleinen Kindern, aber ich habe mir überlegt, also ich werde wahrscheinlich solche Gutscheine kaufen für so einmal so eine Seilbahn, also so ein Flying Fox über einen Stausee, das fand ich ganz nett, die Idee, fahren und außerdem möchte ich jetzt noch einen Restaurantgutschein besorgen. Innerhalb von einer Woche haben wir Hochzeitstag und er hat Geburtstag. Also das macht es für mich nicht einfacher mit den Geschenken. Aber ja, ich versuche mir halt was einfallen zu lassen. Dann werden wir vielleicht noch mit den Kindern ein kleines Eis essen gehen, so zum Abschluss der Saison. Ja, daher fand ihre Brille dann relativ cool. Kira hat sie auch probiert zum Spaß. Und die zwei Hortpädagoginnen waren auch gleich ganz begeistert und haben gesagt, dass sie sehr schön steht. Und haben sie gleich irgendwie so ein bisschen ermutigt, sie zu tragen. Und danach haben wir unser Eis noch genossen und schnell noch den Gutschein besorgt und waren dann noch auf einem Spielplatz.
Wir werden jetzt noch essen und vom Vlog werde ich mich verabschieden. Ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Zeit des Tages. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Und dann sage ich Tschüss.